es schon im Schellfischposten heute die Grand Prix-Legende Katja Epstein, außerdem der Ausnahmeschauspieler Ulrich Mattes. Ich bin ganz stolz und er singt sogar, genau wie meine Lieblingsstimme aus England. Und er singt auch noch mein Lieblingslied und heißt Rhodes. Und dann geht am Schluss ja auch noch die Rakete ab. Alter! Katja, komm zu mir. Komm zu dir. Oh, so. Schön heiß. Ich habe das ne? Gefühl, als hätte ich. Was denn? Viel mehr getan, als ich gerade getan habe. Ja, du bist ein Dompteur. Hast du gut gemacht. Sag mal, das kann doch nicht sein. Du bist doch nicht 70. Ja, wenn du dich jetzt. Das stimmt, also, dass Frauen nicht immer mit dem Alter rumeiern. Ja, weil man will so sein wie du. Nein. Also, meine Oma sah mit 70 nicht so aus wie du. Wenn du Kregel bist. Naja, die haben sich ja früher verbraucht. Zwei Weltkriege ist ja auch nicht von Pappe. Meinst du, das hat viel damit zu sehr tun? Ja, sicher. Und ein bisschen die Genetik. Auch das. Und ein bisschen Creme. Nee, ich würde sagen, das kommt von der Birne. Ah, okay. Ja, Hirn. Was trinkst du? Rotwein. Sonst trinke ich eigentlich nicht viel, aber Rotwein gerne. Komm, wir gehen dahinter. Das möchtest du durchgehen? Ja. Weil ich habe mir eine kleine Klimaanlage gebaut, die wird dir nicht gefallen. Ach, das macht nichts. Ich habe das Gefühl, du magst es gern warm. Naja, nicht andauernd. Also so durchgehend schon, aber nicht unbedingt, dass man dran erstickt. Guck mal, ich bin Sitzwerk gegen dich. Guck mal, weil das wär, aber ist eigentlich schön, weil dann hat man ja so lange tolle Beine wie du. Na, guck mal, wie hoch ich sitze. Ja, und das ahnst du, was an den Proportionen bei mir nicht stimmt. Ach Quatsch. Ich bin nämlich ein Sitzriese. Ja. Und dann mache ich auch immer noch so. Und dann würden wir so hier sitzen. Was tut denn noch deine Hausaufgaben gemacht? Ich brauche ein bisschen Kissen. Warte, dann machen wir es so. Hast du vielleicht Kissen? Fühlst du dich, guck mal, das ist eine Decke. Nimm mal die Wolldecke. Ja, das kann ich mir drücken. So? Ist schon fühlst besser. Du dich dann besser? Ja. Wir haben ja eben Wunder gibt es immer wieder gesungen. Mhm. Singst du das eigentlich noch manchmal? Na klar. Weil du es auch noch magst? Ja. Ich finde es ja so unmöglich. Weil das hat sich selbst recycelt. Ich bin ja, ja immer total weitergegangen. Und den haben ja die Spanier adaptiert. Siempre algún milagro. Oder Kaneshi Koeni, Japaner. Siempre hay algún milagro en cualquier momento puede suceder. Du hast in Japan, Wunder gibt es immer wieder, auf Japanisch und gesungen. Und da standen die auf den Stühlen. Ja, ich habe diese, kannst diese, du das noch? Diese soignierten. Ja, ich kann also den Refrain nicht richtig, aber Kanashi koini yakitai sumo. Mach weiter, bitte, wir hängen an deinen Lippen. Das ist so toll. Phonetisch alles, du weißt den Inhalt und dann singst du das wie in Deutsch, nur auf Japanisch. Aber wie kann man sich und das merken? Und wenn die Japaner das hören, dass du Japanisch singst, dann stellen die sich auf die Stühle. Die weinen. Wer hat dir das denn übersetzt? Also du musstest es ja rein phonetisch dann üben auf ja, Japanisch. Ja, das ist ganz einfach. Japanisch? Ja, weil du viel Vokale hast. Also immer, ich sage auch immer hi, ist ja. Danke. Hi, hi, domusan. Ja. Na ja, aber mehr kann ich auch nicht. Aber macht ja nichts. Bist du denn dadurch damals nicht vielfache Millionärin geworden, wenn ganz Japan diesen Song kauft? Das war ja dein Song, dein Mann hat den, glaube ich, damals geschrieben. Ja, Christian. Christian Brunner hat damals gesagt, Katja, ich schreibe dir jetzt einen Song, der bleibt oberhalb der Schlagergürtellinie, damit du glücklich bist damit. Aber beim ESC sehen wir gut aus damit und vielleicht verkaufen wir dann unser Jazzalbum. Das ist ja Grand Prix. Ne? Damals ja. Grand Prix. Ich fand das viel schöner. ESC, das ist alles so maschinell. Ne? Stimmt, Grand Prix war schöner. Ja, na klar. Und alle noch in Muttersprache fand ich auch schöner. Ja. Ich bin sonst nicht und so. Alle haben geschwitzt, aber das du? War ja das der Chor Spannende. War authentisch. Ja. Alles, der Dirigent, ja, alle alles. Haben, das ganze Orchester war live. Ja? Alle und heute haben ist alles aus der Schublade. Ja. Würdest du denn sagen, es ist Fluch oder Segen, dass du angefangen hast mit diesem Schlager? Weil sonst wärst du heute wahrscheinlich... Nö, eine überhaupt nicht. Bekannte Jazzsängerin. Nee, nicht unbedingt. Ich wollte ja überhaupt nicht singen. Was? Nee, ich wollte Spuren suchen. Du wolltest, ja, du wolltest Archäologin werden. Ja. Aber ist das denn attraktiv, eine Frau immer in so einer Buddelgrube zu sitzen und da Scherbe ja, für Scherbe... Ja, das macht Spaß. Ein Tag. Was finden? Aber was einen suchen? Tag und dann findest du eine Scherbe... Ich suche eben gerne. ...so groß und sagst, ich habe eine Scherbe. Wartet! Ja, da ist man ganz begeistert. Was meinst du, was gut, dann hat man einen Tag ist um, ne? Dann hat man eine Schärpe. Mhm. Am nächsten Tag zieht man wieder die ollen Klamotten an. Mhm. Kein Beifall, nix. Keiner kriegt was mit. Es ist wurscht. Und es ist ja eigentlich nur ein alter Weinkrug. Ich brauche doch keinen Beifall, wenn ich Scherben suche. Nein? Nein! Ich würde mir eine Beifallmaschine bauen dafür, glaube ich. Bist du jetzt gerade von Amrum gekommen? Ja.
Wie kommt man von Amrum nach Hamburg? Indem man eine Fähre nimmt. Na klar, Fähre. Und kennst dann? Du dort? Du kommst ja, aber ich kenn, ja, ich komme von Sylt, aber ja. nicht von Amrum. Und Sylt ja. ist ja mit dem Auto ratzifatzi. Ja, das weiß ich. Ist ja keine Insel. Eben. Ja. Möchtest du jetzt ein Inselbashing mit mir starten? Ich habe ja viele Nein, Zitate, die du so über schön. Amrum erzählt hast, habe ich ja gehört. Und ich kenne Amrum, ich habe auf Sylt nur viele Jahre auch gelebt und bin deswegen... Ich habe ja. alle Inseln mir aber auch angeguckt. Am Ende bin ich immer wieder nach Sylt gefahren, nicht weil es so schnittelig ist oder tralala, sagst du immer. Sondern weil ich habe da nie tralala gelebt. Ich habe ganz normal in der Apotheke gearbeitet ja, und in Tinnum, was wirklich... Ein kleines Dorf. Na gut, aber Sylt hat so schöne Ecken. Ja, Sylt hat so schöne Ecken. Amrum auch. Aber du darfst über Sylt nicht so schimpfen. Amrum ist überhaupt schön. Was wir haben, ist eine Masselandschaft. Du wohnst aber richtig da. Du hast ein Häuschen da. Ich hab das. Ja. Und wie kann man, ich bin ja auch gern auf Sylt, aber zum Häuschen wird es nie reichen. Das habe ich ja auch nicht gewusst. Na, das glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Aber du hast den Häuschen auf Sylt, hast du den auf Amrum gekauft? Nee, das habe ich gebaut. Hast du gebaut? Das heißt, du hast Bauland gekauft? Ja, habe Bauland gekauft. Aber wann war das? Nicht jetzt, ne? 1978. So, und damals ging das noch, kann man das so sagen? Och, ganz teuer. Mein Vater hat immer gesagt, das kann man überhaupt nicht, das gibt's überhaupt nicht. Das sind ja 5 VWs. Nur die Landschaft. Ja? Das war eine Pferdewiese, aber viel Bäume. Und deswegen habe ich das gekauft. Und was ist das dann, so ein Friesenhäuschen, wie wir uns das vorstellen? Ja, mit Strohdach. Oh, ist das toll. Ja, das ist eine Kuschelburg. Und das steht so eine Kuschelburg. Ja, ich zeig's dir nachher. Oh nein. Ja. Mein Herz wird überlaufen. Ja, da gehst du mal hin, wenn du. Und hüpfen. Ja, wenn du in Klausur gehst. Du bist als Kind schon immer dahin geschickt worden, genau. Um unsere Verbindung klar zu machen. Als Bleichnase. Ja, als die in erholungsbedürftiges Berliner Kind. Stadtkind. Was verhungert aussah oder wirkte oder einfach gepäppelt werden musste. Kindererholungsreisen. Und du hast das Geld verdient durch Rollmops drehen? Nein, das war doch später dann. Ach so, als Kind wurdest du umsonst dahin geschickt. Mit 16 bin ich in das gleiche Heim, weil ich habe da angerufen. Wir konnten uns nicht leisten, eine Freundin und ich, dahin zu fahren. Alle fuhren aber an die Nordsee, war teuer. Also waren wir in der Kühne-Senf-Fabrik und da war ein langer Tisch. Da saßen oder standen Frauen mit so Netzen über dem Kopf. Und die haben dann die Fische filetiert und hinten waren wir und haben die in die Gläser gedreht. Da haben wir 14 Tage gestunken wie Dupfen und dann hatten wir unser Fahrgeld. Kriegte man jemals den Matjes wieder aus den Fingerrillen raus? Hat eine Weile gedauert. Wow. Ja. Du bist ja sehr politisch gewesen in deiner Jugend. Du bist immer noch sehr politisch, entschuldige bitte. Du bist immer noch sehr politisch, aber in deiner Jugend war es irgendwie gefährlicher, fand ich. Weil du warst sehr gut befreundet mit Rudi Dutschke. Ja. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, du wärst in dieser Szene überhaupt nicht drin. Und du hast mitgemacht damals bei den Studentenunruhen, warst du mittendrin. Und du hast auch diese Sitzstreiks, die ihr da gemacht habt. Ja, gegen Pershing. Gegen Pershing, gegen Mauerbau, damit fing es an, glaube ich. Ne? Mauer wurde gebaut, fandet ihr scheiße, hingesetzt, Sitzstreik. Ja, Atom so, und dann kam die Polizei. Und wie haben die denn damals die Leute weggeholt? Also heute kommen ja Wasserwerfer. Weggetragen. Jeden Einzelnen? Und wenn du weggetragen wirst, ist das ein Akt der Gewalt gegen die Polizei. Und da bist du dann strafrechtlich vermerkt. Sozusagen vermerkt. Und du bist quasi jetzt vorbestraft. Ja. Und da kam ein Polizist. Wie lustig. Du, in Bayern kam ein Polizist. Hey, nein, nein, sagen Sie doch einfach mal. Sagen Sie doch einfach mal, Sie hätten es nicht richtig gewusst. Habe ich den angeguckt. Sagen Sie mal, wollen Sie mich bewusstlos machen oder was? Er wollte mir einreden, damit mir das nicht zusteht. Warst du ein bisschen verliebt in Dutschke auch? Och, nicht unbedingt. Nee, ist nicht mein Typ. Aber ein wunderbarer Mann. Ein wunderbarer und unaggressiv. Ja. Immer durch die Instanzen von wegen hier Gewalt und so. Der Springer hat ihn sehr verzerrt, diesen Fotos. Wenn einer energisch spricht, dann sieht er manchmal so aus, ne? Naja, ich kenne das, wenn wir singen manchmal. Und die aber es ist beim hohen C. Wenn dann kriegst du plötzlich solche Stränge. Und dann finden die das so witzig, das abzubilden. Und man sieht einfach so schlimm aus ja, in dem Moment. Hast du recht. Das kann einem dann für den politischen Redner auch leid tun eigentlich, wenn der gerade sich in Rage redet. Ja, klar. Und sowas wird ja antipropagandamäßig benutzt. Du hast Nebenjobs damals auch viele gemacht, ne? Das war noch davor. Ja, so ein bisschen Dua gesungen. Du bist ein Putzweib, hast du gesagt. Ja, aber du kannst unheimlich für Taschengeld habe ich geputzt. Aber putzt du heute auch noch so gut? Weil du gesagt hast, klar. Du bist heute noch ein Putzweib. Ja, ich liebe das. Ehrlich? Sehr erfolgreich, ja. Wie kann man sich dahin bringen, dass man putzen mag?
Weil ich, das ist gerade, weil ich gerade gesagt habe, sehr erfolgreich. Ja, aber du, ich frage dich ja gerade nach Tipps. Wie könnt, was für Tipps könntest du mir geben? Damit du, heute gibt es so tolle Sachen, ja, nicht nur den Staubsauger, sondern auch diese komischen Flusendinger da, die, das geht so schnell. Wirklich? Und das ist gründlich. Ich sehe immer diese Werbung, wo zwei Menschen haben fünf Hunde, alles ist voller was? Haare, dass man sich fast übergeben möchte, und dann sagen sie, schau mal, Brigitte, jetzt gibt es den Schnuggelbub, ich weiß gar nicht, was die haben. Guckst du solche Werbung? Ja, die kann ich ja gar nicht verhindern. Nein. Wenn ich einen Film gucke und dann kommt das als Werbung, und auf einmal saugen die ganzen Haare weg mit irgendeinem so neuartigen Ding. Und dann sagt sie, weil die haben ja schon vier Hunde, dann können wir uns ja noch einen holen. Ja, die lieben eben Hunde. So, ich liebe Katzen. Ich liebe Hunde auch. Hast du Katzen? Ich hatte sehr viel Katzen. Und wo sind die denn? Sind die auf Amrum oder in Berlin oder in Bayern? Ich hatte. Und die lieben das Haus. Und wenn du da rausgehst, dann wollen die in dem Haus bleiben. Aber Katzen adoptieren immer die Häuser. Was ich so lustig finde, ist, du bist du denn den Sommer über auf Amrum? Nein, ich bin überhaupt nicht regelmäßig. So, das, und dann lebst du aber, wie wir alle dachten, nicht in Berlin, sondern in Bayern irgendwo. Auf dem Dorf, auf dem Kuhdorf, ja. Ja, aber da muss man auch erstmal drauf kommen, weil in Berlin lebe ich ja auch zwischendurch. Ist meine erste Haut und Amrum ist ja meine zweite Haut. Ja, ich bin einmal im Monat in Berlin. Und dann lebst du in Bayern. Und wieso, du bist so politisch, wie kann man in diesem konservativen Bayern denn leben? Na, auf dem Land fällt dir das nicht so auf. Was? Ich sitze doch nicht am Stammtisch. Aber gerade auf dem Land fällt es doch auf. Das sind doch Pferde und Kühe. Also ich, so, und keine Menschen? Na, doch, die Menschen, die sind alle zugereist. Alle? Die meisten. Aber man darf das Dorf nicht. Nein, ich liebe die Bayern. Die sind genauso polarisierend wie die Berliner. Und sprichst du schon ein bisschen bayerisch? Oh mein. Grüß Gott. Nee. Also, Semmelbittchen? Also weißt du was? Das Berlinisch geht nicht raus. Ja. Also jetzt bist du Norddeutsch, deswegen Berliner ich mit dir andauernd. Ich meine, ich kann natürlich auch anders sprechen, aber ich finde das gemütlicher. Aber das Bayerisch nachzumachen ist Blödsinn. Es ist Blödsinn, aber wenn man, ich habe ja 6 Jahre in München gelebt. Und dann weißt du es ja. Ja, und man ist dann so, ich habe das nie laut gemacht. Aber ich habe mich dabei ertappt, so nach 2 Jahren, wie ich selber immer anfing, mit mir bayerisch laut zu sprechen. Und es macht so einen Spaß. Ja, macht Spaß, ja. Und weil die dann auf dem Viktualienmarkt, auch, ja, die skurril. Wurden auch freundlicher, wenn man sagt, nein, nimm mal Fleischpflanzerl und Semmelbittchen. Aber das klingt so schon gemacht. Was ich da sag? Ja. Aber die sprachen da so. Ja, ja, na klar. Auf dem Viktualienmarkt, die alten Verkäuferinnen. Also es klingt nicht so ganz authentisch. Aha, voll bittchen. Ja. So haben die aber gesprochen. Na klar. Ich kann das ja auch nicht gut. Doch, ich kann das gut! Ja. Prost. Und sprichst du denn da auch immer? Ich habe hier noch was stehen, sowas wie Let's Dance. Ja. Ich habe echt geguckt, das ist, und habe gedacht, das kann doch nicht angehen. Ja? Mann, Katja, wie kann man denn noch so ein steiler Feger sein in kurzem Rock und so in deinem... Also pass auf, ich spiele ja viel Musical. Ja? Ja. Und da musst du tanzen, ob du willst oder nicht. Und es gibt Ausdauertypen, die sich ständig bewegen müssen. Mhm. Dazu gehöre ich. Ich bewege mich viel zu wenig für meine Ausdauerbegabung. Ehrlich? Ja. Machst du denn in deinem normalen Leben Sport? Nein, ich muss ständig was machen. Das ist alles unregelmäßig. Nix. Wie machst du es denn? Joggst du auch fauler Sack oder so? Ach Quatsch. Das heißt, du kannst auch joggen. Richtig gammeln. Ja, aber richtig. Wie sieht das aus wie bei mir? Gar nicht umziehen? Ja, nein. Morgens aufstehen, Kaffee machen, Zeitung lesen, Zeitung wieder dicht machen. Rumschlürfen. Erstmal rumschlürfen, irgendwas finden im Haus, wo man sagt, oh, das mache ich jetzt mal. Und dann wirkt man da drunter. Ja, genau, oh, das ist ja schon 3. Scheiße, Sturm der Liebe. Dann guckt man kurz Sturm der Liebe. Und dann, oh, Hunger. Ja. Und dann muss man organisieren, wo kriegt man jetzt, ohne dass man sich umziehen muss oder irgendwas. Und anmalen muss oder sowas. Ja. Wo kriegt man jetzt was zu essen? Ja. Ah, Pizza-Service, dring, dring. Und, aber trotzdem habe ich dann an dem Tag, wenn ich denke, oh, jetzt hast du dich aber gar nicht bewegt, oh, jetzt bist du aber auch schon wieder erschöpft und redselig, müde. Jetzt geh mal schön wieder ins Bett. Und dann lege ich mich auch schon ins wieder ins Bett? Nee. Aber da mache ich ja noch was. Ja? Nein, ja, entweder das. Oder lesen. Nein, oder was? Wirklich auch. Ganz normal lesen. Was so 50-jährige Frauen machen, mein Gott, Jungs. Wollen wir uns schon mal zum Singen begeben? Ja, alles klar. Du hast den Lied gewünscht. Ich habe mir dein Album gekauft. Ja? Dieses Album, was ich gehört habe, trägt deinen ursprünglichen Geburtsnamen. Und den sagst du jetzt mal. Witkiewicz.
Das ist aber auch schwer. Nein. Aber das wird so anders geschrieben. Witkiewicz. Guck mal, das wird so geschrieben. Es ist polnisch, wunderbarer also, polnischer, wie Maja Müller-Schulze in Polen. Okay, ist es so? Ja. So was Leichtes ist es in Polen. Ja. Und da waren so schöne Songs drauf. Mhm. Die sind alle so schön wie das, was wir jetzt auch singen. Mhm. Aber ich kann es euch nur ans Herz legen, das ist ein ganz, ganz tolles Album. Mit so, das ist so viel Verschiedenes. Ist ja, so klar. Drauf. Ich konnte mich gar nicht entscheiden. Mhm. Dann habe ich mir zwei Lieder gewünscht und Katja sagte, nö. Und ich sagte, ach so. Naja, denn nicht. Dann machen wir, was du willst. Nächstes Mal machen wir, was du willst. Okay, ja? Diesmal machen wir, was du okay. willst. Nächstes Mal machen wir, was ja, ich ja, will. Genau. Oh, das war unser Ton. Komm, mach nicht so ein Gesicht. Du bist ja toll. Okay, das hätten wir jetzt nicht gereicht. Weil wir haben versagt. Nee, wir fangen nochmal an. Haben die Komm, wir fangen nochmal an, bitte. Nein. Nee, nicht den Ton, aber du fängst nochmal an. Ich habe dazwischen gesappelt. Das geht ja gar nicht. Komm, mach nicht so ein... Was? Oh. Ah, siehst du, der Ton war es nämlich gar nicht. Jetzt geht's los. Komm, mach nicht so ein Gesicht. Ich weiß, wir haben versagt. Wir haben die Welt noch immer nicht in Ordnung gebracht. 10.000 Katastrophen stehen Schlange vor den Toren. Und trotzdem ist das Wichtigste noch immer nicht verloren. Du weißt es doch, ein Kuss bleibt immer noch ein Kuss. Trotz all der Barbarei. Zeichen sind immer noch die gleichen, ganz einfach und vertraut. Ja, ganz egal, wohin die Zeit uns treibt, die Liebe bleibt. Hände im Dunkeln, Atem auf der Haut, Puls in den Ohren, immer noch so laut. Offen und wehrlos und unverwundbar glücklich. Das ist doch was, Scooby-Doo, oder nicht? Das ist doch was, ein Kuss bleibt immer noch ein Kuss, trotz all der Barbarei. Ja, ganz egal, wohin die Zeit uns treibt, die Liebe bleibt. Schwindlige Herzen, zitterige Knie, Sehnsucht und Tränen, Schicksal. Worte so zerbrechlich und käuflich und unbestechlich und unberührbar frei. Trotz allem. Ja, ganz egal, wohin die Zeit uns treibt, die Liebe bleibt. Ja, ganz egal, wohin die Zeit uns treibt, die Liebe bleibt. Kann ich schon? Hast du schon alles eingesammelt? Mal, so, hast du noch so eine Decke? Was? Wofür? Zum Draufsetzen? Ja, das ist so klein hier. Bitte, ist so klein, aber wir setzen uns jetzt hier. Ruf. Man kann hier drauf treten. Und, warte, wir machen es anders. Das müssen wir leider zelebrieren. Ich habe sie ganze Tage nicht zelebriert. Und zwar, ich zeige dir jetzt Folgendes. Shanties, jetzt müssen wir es einmal wenigstens machen. Ich setze mich hier rauf. Oh, ja. Und du dich auch. So, jetzt machen wir spielen jetzt Kessler-Zwillinge. Genau. Wir kriegen ein Trommel. Und jetzt machen wir die Beine gerade gleich. Ja. In hoch, ne? Du hast wirklich Gazellenbeine. Naja. Doch. Gut, das ist mein geringstes Blöde Problem. Cool. Und dass ich heute die Weite anhabe. Jetzt geht's Guck mal, badest du nackt auf Amrum? Schon was, mal? Ich kann jetzt nichts dafür, ne? Schon was? Mal? Ja. Nur warum nicht? Ich mach das auch so doch. Na, logisch. Weil ich finde, es gibt auf der ganzen Welt... Das haben wir Welt, doch früher auch gemacht als Studenten. Es gibt keine größere Freiheit als dieser Moment, wenn du weißt, keiner guckt. Ja. Und du läufst da einfach guckt. In diese Wellen und du bist nackig. Nackig.
Ich weine manchmal dann. Ne? Also weißt du, dich verkaufe ich auch noch in eine Komödie. Das kannst du richtig gut. Konntest du den ESC damals mit, hättest du den ESC mit Bart gewonnen? Keine Ahnung. Ist mir nie eingefallen. Eigentlich. Ich glaube, du wärst da gar nicht hingekommen damals mit Bart. Nee, das war zu früh. Ja, ne? Der war zu seiner Zeit genau richtig. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der eine solche Ausstrahlung hatte. Ja, ich finde es auch dieser Junge. Der ist auch fantastisch. Toll. Ich wusste, dass der gewinnt. Der hat eine Ausstrahlung und dann redet der auch noch. Wirklich herzlich intelligent. Der hat eine Herzensbildung und genauso kann er sich ausdrücken. Also der hat für die Sache der Schwulen eine große Lanze gebrochen. Und wenn du dir überlegst, dass die überall im Vorderen Orient quasi verfolgt werden, ja, mit Todesstrafe und was weiß ich. Ja, aber da ist er gut unterwegs, muss man sagen. Ja, aber ich meine, das ist unglaublich, was er da richtig guter Botschafter und freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Würdest du zu einer Autobahneröffnung singen? Was ist denn das? Ist nicht meine Frage. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn es Geld gibt, ja. Na klar. Ja, okay. Und dann zu einer Autobahneröffnung. Wunder gibt es immer wieder. Oh, kannst du deinen echten Nachnamen auch betrunken aussprechen? Natürlich. Ja klar, ich schlaf. Was war das schönste Geschenk, das dir ein Fan einmal gemacht hat? Geschenk? Ja? Kriegst du keine Fangeschenke? Ja doch, aber sind ja immer so komische Tiere. Und sowas. Wo lässt du denn Stofftiere? Plüsch, ja, sowas. Aber wo lässt du die? Na, die verschenke ich dann immer an Kinder irgendwann. Aber wann denn? Du musst die alle mit nach Hause nehmen. Erstmal nehme ich sie mit nach Hause. Dann gibt es sehr viele Kinder bei uns in der Gegend. Die sich freuen. Ja, genau. Darüber. Ja. Okay. Hast du so Groupies eigentlich auch? Oh. Ach doch, es gibt sehr viele Dauerfans. Dauerfans? Also, ja, und intelligente Leute, Gott sei Dank. Und die sind aber dann auch so im Shanty-Alter und so intelligent wie die Shanty? Nee, ganz verschieden. Ganz verschieden. Ja. Gibt auch ganz junge noch. Von jung bis alt. Hast du auch junge Jungs da sitzen, wo du wüsstest? Ja. Würde ich jetzt mit meinem Finger schnippen? 25. Aber will ich ja nicht, so? Ja, gibt es. Toll. Würdest du diese neue Lustpille spannend für die Frau nehmen? Das finde ich sehr spannend. Brauche ich nicht. Ich auch nicht. Aber uns wird ja allerhand angeboten. Wir können ja zum Verhüten eine Pille nehmen. Ja, wir können zumüllen mit Chemie so bis an den Rand, ja? Die Pille davor also wäre die, dann die Pille wunderbar. Dabei. Das ist dann die zum Verhüten und dennoch die Pille danach. Ich halte sehr viel davon, was der Körper selber kann, ja? Ja? Aber ich werde mir noch Gedanken machen. Nein, das lässt es sein. Wie pflegst du dein Haar? Na, ich wasche das einfach. Aber ist es deine Farbe? Die ist ja so schön. Ja, die ist so verschieden. Wie verschieden? Schön. Ja, so ein bisschen. Und du gehst zu Udo Walz, habe ich gelesen. Der schnippelt mir in 20 Minuten die Haare ab und dann kann ich wieder gehen. Ich mag keine Friseurbesucher. Weißt du, dieses Aber Hocken Udo da. Walz ist, weil es Udo Walz ist oder weil der es wirklich Nee, den kenne ich doch schon ewig. Bevor der so ein Imperium aufgebaut hat. Da warst du schon bei dem. Na das heißt, klar, du musst immer warten. Ich darf ich noch da was rein haben? Du musst immer warten, bis du in Berlin bist und dann gehst du zu Udo. Nö, wenn sich das ergibt. Machst du denn manchmal was? Haben wir schon. Kommst du zu uns putzen? Gute Bezahlung. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich eine Putzkolonne aufbaue. Aber mach das doch. Also als Unternehmung. Ja? Hast du manchmal Geschäftsideen? Und machst sie dann nicht aus Feigheit? Nicht aus Feigheit, sondern... Man muss sich ja das überlegen, was dann nachhaltig davon übrig bleibt, ja. Und das ist meistens ein bisschen Wolkenkuckuck sein. Es geht sehr viel um Jugendlichkeit hier. Wie bleibt man so jung? Du wirst bestimmt... Das ist doch in der Birne. Ja, nee. Das kommt aus der Birne. Ha. Jawohl. Guck doch mal in die Augen. Ich kenne Leute, die sehr verfaltet aussehen und haben ganz junge Augen. Das hat mit dem Intellekt zu tun, mit deinem Geist... Mit deinem Humor, mit deiner Flexibilität. Das hier ist doch gar nicht. Doch, ein bisschen. Na, wieso soll man denn das haben? Weil ich bin ja kein Raucher. Die Raucher sind aber ja ich so hab das, ich rauche ja nicht mehr, aber ich pfeife immer die ganze Zeit. Hast es doch gar nicht. Doch, ich mache immer... Nee, manchmal du pfeifst doch den ganzen Tag. Hast du eigentlich Talkshows? Also, sag mal so, es ist so eine Quasselbude
Und man kann nie was ausdiskutieren. Das geht nicht. Die Zeit haben wir nicht mehr hier. Nee, ich meine ja nicht dich. So generell meinst du? Nee, hier ist ja, das sind so schöne Quatschbude hier. Du bist ganz toll. Ich liebe dich. Du bist noch jemand, der auch ganz toll ist. Ja. Ich freue mich so, dass er, ich habe ein Lied gehört und ich habe nachts an meinem Küchentisch gesessen. Mhm. Und ich habe geweint. I'm so happy that he is here today. Bitte begrüßen wir mir Rhodes. Kriege eine Hand. I have a beer for you. Because I read that you like to drink beer, of course, because you're English. Of course. Yes. Yeah. And I hole mein Getränk. I hole mein. I said cheers. Thank you for having me. We listen to the song now, and I sing a little bit with you. Of course. Okay. Will we start now? Yeah. Drink your beer now, and can that you give good. Me an autograph? Of course, of course. Like, I'm ganz aufgeregt. I'm a groupie, you know. Are you in the hotel here? Yes, I am. I have a room number. You have a room number. I do. Can you put a heart?
A little heart, maybe? Yes. It's a black heart. Okay, oh my God, that's very verwegen. Thank you. Rhodes, it's your applause. I take the pencil. Your applause. I'm in love. Und Katja, mit welchem schöneren Lied können wir unseren nächsten Gast ranholen als mit folgendem? Ich hoffe, das war grammatikalisch richtig. Wir haben uns deswegen dieses Lied ausgesucht, weil der nächste Gast wirklich, ich möchte sagen, der amtierende deutsche Schauspieler des Jahres ist. Er ist so unheimlich nett, obwohl er extrem böse gucken kann. Das sollte man gar nicht meinen. Und es ist egal, ob er im Kino ist oder neulich bei Tuku im Tatort. Vielleicht habt ihr den gesehen, war mein Lieblingstatort. Ganz, ganz toll. Was gibt's noch zu erzählen? Hollywood hat angerufen und er hat gesagt, nee, ich habe keine Zeit. Das fand ich auch ziemlich groß. Ich freue mich auf unseren zweiten Gast, Ulrich Matthes! Hallo. Ich habe gedacht, weil ihr beide so wahnsinnig belesen seid und so klug und so politisch und in Berlin, dass ihr schon irgendwie... Wir sind noch nie beim FAZ-Lesen euch schon mal begegnet seid in einem Café. Nee, aber ich kenne ihn natürlich, weil ich ihn andauernd sehe im Theater. Echt? Weil er so gut... Wirklich? Ja, ich gehe auch. Gehst du ins Theater? Na klar. Ach, ist ja toll. Klar, macht auch nicht jeder. Da, nee, aber... Macht heute nicht mehr jeder. Nee. Ich liebe das. Ein bisschen sagen. Ich gebe mal mein Mikro zurück, ja. Danke. Und wollen wir uns was oben trinkst hinsetzen? Du? Oben Bier. Ein Bier. Wir hätten gern ein Bier, bitte, Frau Müller. Und wir machen das so, Katja. Du würdest dich da hinsetzen. Es ging zu schnell, ne? Das war schnell. Das war ja blitzschnell. Hast du's alles wieder rückwärts? Das ist so unvorstellbar irgendwie. Meine Ständis, ich merke das, die sind ganz aufgewühlt. Gehst du denn wirklich oft ins Theater? Ja. Ich finde das auch ganz toll. Ich habe dich gesehen in einem Stück 2007 im Deutschen Theater in Berlin. Und glaubst du, ich komme noch drauf, wie das Stück hieß? Onkel Vanya. Ja. Ja. Echt? Ja, das war. Und so, das habe ich auch gesehen. Noch. Das spielt ihr immer noch. Prost. Und ich habe ja jetzt erstmal Prost, Leute. Prost, genau. Prost. 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 Wenn man selber Schauspieler ist und dann hat man ja einen Regisseur und dann gibt es ja Sonne und Sonne. Und du hast zum Beispiel, als du anfingst damals, dich zu bewerben an den Schauspielschulen, dann sagt ja schon mal einer, ja. Aus ihnen wird nie was. Sowas sagen die, was sagen die noch? Gehen Sie mal hin und das Kaninchen, bringen Sie mal das Kaninchen um. Genau, das hat einer zu mir gesagt. Ja. Der wollte mich provozieren zu irgendeiner Art von Aktion. War da ein Kaninchen? Und da waren, saßen Kaninchen zufällig, das spielte in einer Vorstellung mit, man hätte es umbringen können. Und ich bin da hingegangen und habe noch irgendwie überlegt, was improvisiere ich denn jetzt? Es war irgend so ein Zadek-Schüler, ein etwas abgebrochener. Dann stand ich vor diesem Kaninchen und wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Weil umbringen kann ich es nicht. Nee. Und was anderes, Originelles fiel mir auch nicht ein. Auch cool aber ich sein. Wollte natürlich cool sein und fantasievoll. Was macht man dann? Und ich habe mich umgedreht und habe gesagt, sorry, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da hat dieser Idiot gesagt, okay, danke. Und damit war das Vorsprechen erledigt. Oh, und hat sich auch nicht und jetzt natürlich nach Jahrzehnten denke ich, du kannst mich mal. Genau. Aus mir ist was geworden und der krebelt immer noch irgendwo. Ja, ja, so ist es. Also, das denkt er jetzt gerade, glaube ich, auch. Groß. Der denkt jetzt auch gerade, hätte ich nur diese scheiß Kaninchennummer mit dem nicht gemacht. Kann sein. Obwohl. Und wenn die denn so klassische Stücke haben und sagen, wir müssen das jetzt irgendwie hier anders inszenieren, du musst, wenn der jetzt... Was heißt denn anders? Anders im Sinne von, diese Rolle geht, es ist nur geil, wenn du nackt bist. Das, ja, ich sollte mich auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal ausziehen. Ich habe es jedes Mal abgelehnt, weil ich es doof fand. Darf man das, wenn man Uli Mattes ist, finde, darf man es wahrscheinlich, ne? Ja, aber weißt du, das ist auch sowas. Es gibt eine Nacktheit auf der Bühne, die kann sozusagen... okay sein. Mhm. Die kann sogar unschuldig sein. Wenn sich ein Gretchen in einer Aufführung irgendwie auszieht und dabei singt, es war ein König in Thule. Und dabei zieht sie sich langsam irgendwie in Schlüpper aus, weil sie ins Bett gehen will. Und um zu schlafen,
dann kann das unschuldig schön sein. Und man guckt, nachdem man einmal kurz auf die Titten geguckt hat, dann auch nicht mehr hin. Nee. Weil man denkt, ach, das ist ein junges Mädchen, das, die geht jetzt ins Bett, um zu schlafen. Ich weiß nicht, was und mein Schenkel ist. Andere, und es gibt eine andere Nacktheit, die ist einfach nur exhibitionistisch und doof und tut überhaupt nichts zur Sache. Und erkennt man und insofern, das gilt aber für alle sogenannten Regieeinfälle. Ja, ja, das manche sind wunderbar, obwohl sie total crazy sind. Ja, ja. Und manche sind einfach nur abgeschmackt und doof. In der Kleinkunst heißt es immer, wenn gar nichts mehr geht, bindest du dir eine Stola um. Und ich habe immer das Gefühl, wenn... Ja, so eine Federboa, weißt du, so eine Federboa und dann aufs Klavier legen und noch so Bein hoch, ne, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Und im Theater habe ich immer das Gefühl, wenn der Regisseur gar keine Ideen hat, dann sagt er, jetzt sind wir mal alle nackt, ne? Mhm. Jetzt muss ich mal was fragen. Du hast ja sehr oft Nazi-Rollen angeboten bekommen. Immer irgendwie den Vorzeigenazi ein bisschen, ne? Also den Bösen. Angeboten, habe sie aber auch oft abgesagt, weil ich keine Lust habe, ständig Nazis zu spielen. Aber was ist es denn, weil ich habe sogar nach dem Untergang nochmal zweimal, hätte ich zweimal Goebbels spielen sollen. Einmal in Hollywood, einmal hier. Aber Hollywood hat wirklich angerufen. Das war aber eine andere Sache. Also Hollywood hat mehrfach angerufen. Was war Hollywood? Ja, Hollywood war ein Film mit... es sollte Tom Hanks sein und es hat dann Colin Farrell gespielt. Peter Weir, Oscar-Preisträger, Truman Show hat er gemacht. Es war eine irgendwie schöne Rolle. Voll aber fett. In der Zeit, was? Voll die fetten Rollen. Ja, aber in der, weißt du. Für mich jetzt, ne? Aber irgendwie, man, vielleicht, ich habe mich dann so entschieden, ich hab mich fürs Theater entschieden, es war eine tolle Schnitzlerrolle. Ich wollte, es gab doch diese Anfrage für den Bond-Film und du bist doch so ein Bond-Fan. Ja. Du bist aber wirklich darüber wollen wir jetzt nicht mehr sprechen. Weil dir das wehtut? Ja, irgendwie es tut immer noch weh, die Wunde ist noch nicht geschlossen. Ja, irgendwie dachte ich, ach, hättest du das doch mal gemacht, aber ich hab's halt hoch abgesagt. Kommt ja vielleicht manchmal, noch. Ja, kommt vielleicht noch. Könnte ich mir vorstellen. Christoph Walz, der war auch mit... Nicht verwechseln mit Udo Walz, ne? Ganz richtig. Das ist richtig. Verwechseln die ja so schnell. Mensch, da könnt ihr doch mal singen. Die Walzer. Ja, wirklich mal. Hey! Also, ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei Udo Walz. Du musst immer sagen, wenn du ein neues möchtest. Oh ja, manchmal Mensch, sind die tot und hier ist kein Schaum mehr drauf. Und ich brauche mal ein bisschen Schaum. Als Kind hast du synchronisiert. Das stimmt aber. Ja, darf man das darüber reden? Oder nee, auch schon ein bisschen länger noch. Die Waltons. Länger noch. Hast du auch mal einen Pornofilm synchronisiert? Nee, leider nicht. Ganz viele deiner das Kollegen haben... Das hätte ich lustig gefunden. Das hätte mir Spaß gemacht. Also nicht, dass es jetzt ein Bewerbungs... Aber ganz viele deiner Kollegen haben Pornofilme synchronisiert. Ja, aus Verzweiflung, weil sie irgendwie... Sonst ja, sagen sie, Geld verdienen das muss. Das sagen die aber ja auch. Aber du hast so tolle Sachen, zum Beispiel einen von den Waltons. Wen denn? Jason. Mit den abstehenden Ohren, den nach John Boy. Den hast du synchronisiert. Ja, den sind wir Zeit. Ja doch mit deiner Stimme aufgewachsen, muss man ja ein bisschen sagen. Dann hast du Charlie Brown hast du synchronisiert. Ja, Charlie Brown. Ohren so halten. Dann hast du aber auch Charlie Sheen. Charlie Sheen in Platoon, Sean Penn. Toll, Ralph Fiennes. Sean Penn. Ich finde, dass das jetzt wohl ein Applaus wert. Oh. Das findest du jetzt natürlich verwerflich. Und sehr niedrig, weil du ja so, du hast natürlich ganz tolle Theaterstücke gemacht, aber wir... Und ein paar Filme. Und ein paar Filme und das Synchronisieren finden wir aber natürlich unsere Idealfiguren, finden wir natürlich jetzt auch ganz schön toll. Was steht denn noch auf dem Zettel? Nee, ich will sagen, du hast gesagt, du hast in dir wirklich 50-50, du bist 50-50, also 50 Mann, 50 Frau. Heißt es, dass man zum Beispiel, wenn der Zalando-Bote 5 Minuten zu spät kommt, dass man ihn dann zusammenhaut? Ist das diese Mischung aus Mann? Ist das die männliche oder die weibliche Seite? Der Zalando-Bote kommt, das ist die Empathie und die Frau. Und zusammenhauen ist der Mann, weil der 5 Minuten zu spät kommt. Nein, völliger Quatsch. Ja, also erstmal habe ich das mit dem 50-50 ganz bestimmt nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, ich habe bestimmte, widersprechende Seiten. Hm. Unter anderem habe ich bestimmt ausgeprägte Eigenschaften, die ich als männlich bezeichnen würde, so habe ich es nämlich in dem Interview gesagt, und Eigenschaften, die ich als weiblich, eher weiblich bezeichnen würde. Und daraus haben die gemacht, oh ja, männliche und weibliche Seiten. Und damit meine ich, dass ich bestimmte eine Fähigkeit zur Empathie oder zum Mitgefühl habe, was ich eher als weiblich bezeichnen würde, und eine ausgesprochen ruppige, dominante, auch mal aggressive Seite, die ich eher als männlich bezeichnen würde. Daraus, aus diesen einander widersprechenden, vermeintlich männlichen und weiblichen Eigenschaften, setzen wir uns aber alle zusammen, offen gestanden. Deswegen habe ich das jetzt fast für eine Plattitüde gehalten. Ja. Das wird mir aber nicht
nur von dir, sondern manchmal und so und und dann muss ich immer sagen, Kinder, gucken Sie sich doch mal selber an, haben Sie nicht auch ein bisschen männliche und weibliche Anteile? Naja, du geht doch sonst gar nicht. So. Man kann doch gar nicht kämpfen, wenn man nicht ein bisschen Mann hat. Mein Gott, ihr habt ja recht, aber ich bin die Moderatorin des Abends, ich muss promotieren. Ich kann mich jetzt hier auch hinsetzen und sagen, ich finde alles, was ihr auch findet. Nein, ich wähle, was ihr wählt. Und ich finde alle gut und ich bin auch politisch. Dann sind wir alle einig. Ja. Und dann gibt es, dann haben wir keine Ecken und Kanten. Aber in einem musste mal gesagt werden. Ja, ihr habt ja auch recht, aber ihr versteht auch meine Rolle. Na klar. Ihr müsst euch immer pieken hier unten. Aber da konnten wir jetzt nicht machen. Aber ich muss noch etwas fragen, weil ich das aber dann spannend finde, weil du sagst, du hast einen ausgeglichenen Mann und eine ausgeglichene Frau in dir. Du sagst aber aus, es gibt Tage, da würdest du gerne... Es gibt Tage, da würdest du dir gerne eine Tarnkappe aufsetzen und eine Kalaschnikow umbinden und einfach mal rausgehen und losballern. Im Verkehr. Im Straßenverkehr. Wenn, also erst schneidet mich einer und dann fährt da noch fast eine Oma, die irgendwie schlecht zu Fuß ist, und dann an der Ampel kurbel ich das Dings runter. Sage, muss das jetzt sein? Das ist mir neulich vor 10 Tagen passiert. Und dann wird man beschimpft oder man soll vergast werden oder sonst was. Ja. Und solchen Arschlöchern, solchen menschlichen Arschlöchern, denen würde ich, wenn ich wirklich, wenn es eine Kalaschnikow und eine Tarnkappe gäbe, ich glaube, denen würde ich über den Haufen knallen in einem Moment, weil ich auch zum Jähzorn neige. Mhm. Andererseits gibt es auch eine Seite in mir, und da sind wir wieder bei diesem Thema mit männlich und weiblich, die mich dann bremst und sagt, das macht man nicht, einen anderen Menschen erschießen. Also komm, lass es mal sein, reg dich mal ab. Ich bin aber kurz davor. Also bei allen Formen von, es klingt jetzt so wahnsinnig gut, Menschen, so. Also aber es ist so, bei allen Formen von irgendeiner Form von absurd ungerechtem Verhalten anderen Menschen gegenüber rege ich mich wahnsinnig schnell auf. Du bist ein Leuteanquatscher, sagst du. Ja, das heißt, du gehst manchmal zu einer Frau und sagst, ich weiß nicht, ob es Ihnen heute schon jemand gesagt hat, aber Sie sehen unheimlich gut aus. Naja, in allen möglichen Situationen. Sagst du auch manchmal für Ihr Alter? Ja, auch für Ihr Alter. Sagst du denn manchmal, Sie sehen unheimlich gut aus, wie haben Sie das? Und dann sagst du, wie alt sind Sie denn? Und Sie sagen 32? Ich versuche einfach, was irgendwie eigentlich meinem Alter irgendwie nicht mehr so ganz entspricht, sozusagen mit einer bestimmten Art von Unbefangenheit einfach mit anderen Menschen umzugehen. Und da ich selber weiß, dass ich mich darüber freue, wenn die Anonymität einer Großstadt auch mal aufgehoben wird, egal wie, habe ich mit meiner Anquatscherei, also ich, was mir so einfällt, fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Na klar, die Leute freuen sich. Die Leute sind entweder ein bisschen verlegen und freuen sich aber doch, oder sie freuen sich pur. Und ganz selten sagt einer, oder was will der denn jetzt, oder ist es ein Sittenstrolch, oder raubt er mir gleich, ich weiß nicht was. Man ist es ja heute nicht mehr so gewohnt, meistens fängt ein Überfall so an. Nein, aber es sind ja irgendwie harmlose Situationen. Ich weiß nicht, ob ein Überfall. Vorne fragt einer und hinten greift einer in die Tasche. Überfall. Ich würde, wenn du mich ansprechen würdest, würde ich sofort gucken, ob einer schon hinten in die Tasche greift. Glaube ich. Wollen wir singen? Okay. Wollen wir uns da hinstellen? Ja, wir stellen uns da hin. Wenn du mitsingen möchtest, kannst du auch gerne mitsingen. Kriegen wir auch einen Anfangston eigentlich? Ja, das kriegen wir jetzt alles. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, but never comes late. She never bothers with she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls.
That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves a theater. Yes, I do. But never, never, never comes late. She'd never bother with people she hates. That's why the lady is a tramp. She loved the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hey, it's California. It's so cold and so damp. You should do a Frank Sinatra musical. Yeah, really? You think so? Aber die Stimme hört sich an, als würdest du jeden Abend in deiner Berliner Wohnung ich ja auch. Mindestens drei Bourbon und zwei Whisky im Bademantel trinken. Nee, ich singe gerne. Ich singe immer mit. Ich singe auch bei Beethoven-Symphonien mit. Okay, aber die Symphonien haben jetzt nicht so viel Text. Also, die Beethoven-Symphonien sind doch Symphonien. Singt ja als keiner, oder? Ja, aber ich kann doch La 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 mitsingen. Ach so. Also, ba 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 ba. Oh Gott. Gut, dass du nicht mein Nachbar bist. Nee, ich bin so. Nee. Ich singe auf Zimmerlautstärke. Hauptsache singen. Das ist wirklich toll. Und was selten ist, dass wenn Gäste haben, der Schauspieler ist und der so gut singt und intoniert. Bin sehr begeistert. Und deswegen bin ich meinst etwas... Meinst du, die Töne trifft? Ja, überhaupt Töne trifft. Das so. Machen nicht viele. Nee? Nö. Katja kann es, ich kann es, aber du kannst es sehr, sehr gut. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass du sagst, dich interessiert alles, aber am meisten würde es dich interessieren, an einem Quiz teilzunehmen. Also wenn du das so sagst. An einem Quiz. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Es ist blöd. Nee, ist es nicht blöd. Ich liebe Quiz. Ich weiß auch relativ viel, weil ich so neugierig bin. Würdest du mit mir mal dahin gehen? Ja. Weil ich wäre so wir als Pärchen. Und du wärst im Brain. Ja. Hey. Marcel, das musst du organisieren. Ich kann das nicht organisieren. Ja. Und dann lieber Günther Jauch. Wir bewerben uns hiermit. Ganz ehrlich, dir wäre es ja wichtig, so ein bisschen bei Günther Jauch, weil das ist dein Lieblingsquiz, oder ist es dir egal, wo? Ne, das ist schon mein Lieblingsquiz. Ne? Lieber Günther Jauch. Außerdem kann man doch da immer spenden, so eine große Summe. Das finde ich auch schön. Das finde ich auch gut. So deswegen, ehrlich gesagt, geht man ja dahin. Wir könnten auch gleich noch billig, liebe Redakteure, den Show-Act. Du singst dann was, ich sing dann was. Wir singen Frank Sinatra. Und wir singen Frank Sinatra dann ohne zusammen. Pappe, dann können wir das. Ohne Pappe, dann lernen wir es auswendig. So und wir haben würden uns noch so Sachen, auch Anzüge und so anziehen, wir würden noch dazu noch wir würden die Zylinder tauschen. Bam, ding, ding. Genau. Wir hätten noch so ein Jakobs-Sister-Dings hier. Ja, genau, das wäre toll. Das meine ich, entschuldige. Jakobs-Sister sind die mit dem Pudel, ne? Ich hätte einen Pudel und du hättest einen Stock. Das wäre doch schön. Jetzt ist die Frage, wollen wir denn ein kleines Quiz machen oder wollen wir kein kleines Quiz machen? Okay. Ah ja. So, ich sehe das Fieber in deinen Augen, wie du jetzt mit deinem Wissen... Umzingelt von drei Kameras. Du möchtest jetzt wirklich mit deinem Wissen, glaube ich, punkten, ne? Ja. Deswegen fangen wir mal mit einer relativ leichten Frage, das wäre so die kleine... Ja, das ist ja dieser Lotte-Gewinner. Ja, und wie hoch ist er? 10, was soll das sein? 10 Millionen Mark, C kann ich ausschließen, 500.000 Mark, ich würde sagen, also 20.000 Mark. Also dann war das Ding mit, ich habe eine Boutique. Ja, ist ja klar, mit dem Papst in Wuppertal. Also meinst du Publikumsjoker? Das ist bei uns der Shanty-Joker. Ja, Mensch, meine Freunde, die Shanty. Aber nur, wenn ihr es wisst. Ich bin ja Fan weiß von es denen. Jemand? Wer also weiß ich es? Würde sagen B. Wie viel?
Nee, das steht gar nicht drauf. Okay, Shanty-Joker. Zeig ist doch weg. Meinem Publikums-Joker mal die ABCD. Sag doch mal, was würdest du jetzt ich sagen? Ich würde sagen B. Hast recht. Siehst du? B ist richtig. 500.000. In welcher Stadt fuhr die erste U-Bahn der Welt? London, Berlin, New York, Paris. London. London! Wusstest du das oder hast du geraten? Ich wusste es. Warum? Weil du es echt mal gelesen hast? Na, keine Ahnung. Guck mal, meine Ahnung. Shanties kriegen, guck mal, sind hier am Diskutieren und machen, weil die sind nämlich Quizzer. Alle. Ja, die sind auch Quizzer. Wusstet ihr das? Hier alle, ihr wusstet es alle? Aber wir halten dich, ne? Nicht vorsagen. Wie viel Karat hat reines Gold? Keine Ahnung. Also ich würde raten... 24, 100, 225, 750. 24. Ich verzichte mal auf die jauschen Verwirrungen, ne? Kannst du ruhig machen. Ja, der würde dich aber verwirren mit seinen 24. Ja, mach. 48. Aber dann dauert es. Der Text welches dieser berühmten Songs ist ganz offensichtlich an eine Prostituierte gerichtet? A. Angie von den Stones. B. Mandy. C. Jackson's Billie Jean. D. Roxanne von The Police. Das hätte ich jetzt gewusst. Da wäre ich nämlich super jetzt für dich. Du wüsstest es auch, oder? Ich würde sagen Billie Jean. Nein, falsch. Echt? Es ist Roxanne. Roxanne ist an der Hure gesungen. Ja, ich kann den Text nicht. Aber ich hätte ihn gewusst, wir hätten weitergemacht. Okay, jetzt. Ja, wir treten ja nur als Duo auf. Wir sind das Buddy and Brain. Ja, okay. Buddy, hey. Brain. Oh, das habe ich echt nur mit Mühe. In welchem Land gibt es die meisten Zeitzonen? A, USA, B, Indien, C, Russland, D, China. Und wenn du wirklich jeden Tag Zeitung liest, weißt du das? Russland. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte USA. Weil die so viele Bundesstaaten haben und alle haben. Ja, aber Russland ist ja riesig. Groß. Ja, ist ja gut. Das würden wir nicht machen. Du würdest mir dann meine Fehler nicht erklären. Nein, natürlich nicht. Das machen wir jetzt nur unter uns. Du würdest zu mir sagen, haben wir doch vorhin gerade noch drüber gesprochen. Ja. Du doch noch gesagt, es genau. Ist Russland. So würden wir ach machen. Ja, würde ich dann sagen. Jetzt, wo du es sagst. Ich bin ganz angefixt. Wie viele Karten hast du noch? Ein paar. Es ist nicht so viel, aber ich mache das auch so gerne, wenn ja, ich mich selber raten muss. Ja. Wir machen eine letzte. Was kann als Vorfahr des Schmerzmittelwerkstoffs ASS bezeichnet werden? A. Lindenblüten, B. Mariendistel, C. Weidenrinde, D. Nelkenblätter. Das wusste ich auch. Aber ich bin auch Apothekengelehrte, deswegen weiß ich das. Das weißt du nicht? Nelkenblätter. Keiner sagt vor. Nelkenblätter. Weidenrinde natürlich. Natürlich! Der Weidenrinde. ASS ist das Neue, also Aspirin. Da auch mal raus. Die Salicylsäure. So, ich würde jetzt sagen, du hast ein bisschen verloren und ein bisschen gewonnen, aber es hat dich angefixt und ich merke, wie deine Augen noch mehr sprühen als beim Singen. Nee, also, doch. Also am liebsten würde ich sowohl in einem Quiz auftreten, als auch noch mal irgendwie öffentlich singen. Also ja, beim Quiz mal wieder singen wir es eigentlich. Ganz toll, du quizst toll, du singst toll. Ich würde dich bitten, Katja, als Erste, würdest du einmal für meine Schenti-Jungs noch mal den Überwurf machen. Die finden das so toll. Ich mach's auch mit. Ja, wenn du mitmachst, ja. Ich mach mit. Wir machen zu dritt. Das ist eine Idee. Du bleibst da ruhig sitzen. Ich würde hinter dir hier so raufgehen. Ja. So. Ne? Und dann, wir setzen uns genau so, hier so hin. Ne? Du so. Jetzt machen wir alle die Beine hoch. Du auch. Und dann alle über jeden Kopf. Du über meine, über deine. Das ist wirklich leicht. Ja, ich hab es leicht. Ach, ihr Lieben, es ist so toll mit euch. Und jetzt Musik? Ja. Musik? Unbedingt. Ich freue mich so doll, weil seit vielen Jahren haben wir überlegt, Mann, die müssen wir mal einladen. Und immer waren sie irgendwie auf Tour oder irgendwas war. Und jetzt sind sie aber da. Bitte begrüßen wir mir Rakete!
wurde Superstar im All. Wär fast nicht wiedergekommen und doch jetzt steh ich vor dir. Doch du gehst weg mit diesem Arschloch. Ich hatte Sternen hinter dir in einer Welt, die du nicht kennst. Du glaubst mir nicht, du glaubst, ich wäre dicht und außerdem tauge nichts. Mag ja sein, doch du wirst sehen, der ist genau wie ich. Nur nicht so ausgesprochen hübsch und nicht so schlau wie ich. Bitte glaub an mich, du bist die Frau für mich. Ich weiß ja auch, wir sind enttäuscht, doch nur im Augenblick. Steig jetzt ein, wir fliegen weg hinaus ins Blaulicht. Auf dahin, wo man uns kennt und nicht so traurig ist. Bitte glaub an mich. Ich hatte Sternen hinter dir. Bei Rakete und aber auch bei Rose.